Am Morgen des 5. November gegen 8 Uhr krachte eine 36-jährige Citroën-Fahrerin gegen einen Baum. Sie war unterwegs auf der Landesstraße 31 zwischen Bölsdorf und der Bucher Kreuzung. Vermutlich fuhr sie zu schnell in die Linkskurve und konnte ihren Wagen nicht mehr in der Spur halten. Sie überschlug sich, kam nach rechts auf das Bankett ab und knallte frontal gegen den Baum. Polizei, Notarzt, Rettungswagen, Hubschrauber und die Ortswehren Bölsdorf und Tangermünde waren schnell an der Unfallstelle. Die Kameraden mussten aber erst das Fahrzeug vor dem Abrutschen in den Straßengraben sichern. Sie befestigten spezielle Seile am Unfallwagen und dem Löschfahrzeug. Auf der Beifahrerseite des Unfallfahrzeugs wurden Metallstützen angebracht, die das Auto von der Grabenseite abstützten. Erst danach konnte die junge Frau sicher aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Vorsorglich wurde der Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen, dieser konnte kurze Zeit später aber wieder abfliegen. Die Fahrerin wurde verletzt mit dem Rettungswagen und Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße wurde vorübergehend voll gesperrt und später, bis zur Bergung des Fahrzeugs, der Verkehr umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.